Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, ihr seht, hier steht ein großer Karton. Wir haben einen großen Fernseher hier für den Malibu besorgt. Ja, kann man schon fast so sagen. Es steht ja auch, vom Karton, ja. Es steht ja auch im Thumbnail, ihr habt es ja gelesen, deshalb guckt ihr das Video. Es geht darum, wir wollen hier im Fiat Ducato ein Radio einbauen und das seht ihr nach unserem Intro. Wir sitzen ja hier in unserem Alternativ-Übergangs-Malibu und dieser Malibu hatte hier vorne ein Loch. Ein großes Loch, okay, zwei Fächer momentan. Gar kein Loch, sondern zwei Fächer. Zwei Fächer, ja. Und ja, wie haben wir das jetzt eigentlich immer gemacht? Ja, wir haben hier so eine tolle JBL-Musikbox und haben halt das Handy genommen, haben darüber navigiert oder halt, muss ich gucken, geht das? Hast du das jetzt ausgemacht? Nein. Warum geht das nicht mehr? Jetzt ist es kaputt. Kaputt gespielt. Ist ja lustig. Wir haben auf jeden Fall Musik darüber gemacht. Ich wollte es jetzt austesten. Ach, funktioniert ja wieder blendend. Aber es ist halt vor Fahrtantritt immer an, aus. Genau. Und so weiter und so fort. Also. Und diese Box lag hier unten drinne. Ja, Monitor davon ist auch nicht so schön. Wir hatten es versucht, übers iPad zu machen. Das hat aber nicht funktioniert. Da ging die Navigation nicht, also... Also war das nicht? Ja. Also haben wir uns entschieden, wir machen natürlich sowieso ein Radio rein. Ja, und wir das haben uns, erklärt euch gleich Stefan. Genau. Entschieden haben wir uns für ein, ich sag mal, qualitativ gutes Radio, nämlich ein Alpine und genauer gesagt das X902D-DU. Das DU steht in dem Fall für Ducato, also das heißt, es ist gleich... ein Paket vorbereitet. Ich zeige euch das nochmal. Der große, schwere ein Fernseher. Habt ihr das gesehen? Das ist kein Radio, das ist ein Fernseher. Man könnte von der Zollgröße des Monitors schon fast vom Fernseher ausgehen. Nämlich das sind 9 Zoll. Und ja, wir sind sehr gespannt, ob das alles passt, auch mit der Tablet-Halterung. Aber das im Einzelnen, das zeigen wir euch gleich. Als erstes heißt das aber erstmal die Blenden rausbauen und so ein bisschen hier was auseinanderbauen, bevor wir überhaupt dieses Radio hier in die Ducato einbauen können. Schauen wir uns das doch mal an. Den großen Karton, der kommt mit vielen Einzelteilen und natürlich einer ausführlichen Bedienungsanleitung. Diese hier ist speziell für den Ducato. Das heißt, ihr müsst auch in die Bordelektronik, müsst dort zwei Pins reinstecken. Das sollte eigentlich relativ einfach sein. Gucken wir uns dann an. Ja, und ansonsten haben wir einen Karton. Zwei Karton, bisschen leer. Also das ist nur Verpackungsmaterial. Drei Karton, wieder leer. Aber 4 Karton, voll. Und noch einer, 5 Karton. So, also im Endeffekt, effektiv sind es 3 Stück. Dort soll das ganze Radio drinne sein. Tja, schauen wir mal, was da so alles dann drinne ist. Den Deckel, den soll man abmachen. Da ist nämlich die Batterie drunter. Und als erstes steht in der Bedienungsanleitung drinne, den Minuspol von der Batterie entfernen. Sollte man machen, damit man halt keine Spannung mehr da drauf hat und dass es nicht zu irgendwelchen Schäden kommt. Also werden wir jetzt erstmal hier die Minusklemme einmal abbauen und dann, ja, sozusagen hat das Fahrzeug, das Startfahrzeug, keinen Strom mehr. Die gesamten Leitungen liegen alle vom Malibu, wenn das Fahrzeug vorbereitet ist für ein Radio, im Prinzip hinten drinne. Wir haben die DVB-T-Antenne und die normale Antenne. Wir haben die Stromstecker für Dauerplus und auch für die ganzen anderen Anschlüsse. Was ich jetzt eben nochmal kontrolliert habe, ist, Malibu hat hier einen Adapter zwischengesetzt. Dieser Adapter ist im Prinzip so vorbereitet, dass hier der Strom einmal geschaltet über das Bedienpanel, oben links der Schalter, wo die Musik abgebildet ist, das Musikzeichen. Und einmal vom Fahrzeug, wenn die Zündung an ist, geschaltet wird. Das bedeutet, dass das Radio dann den Strom bekommt, um halt darüber zu laufen. Und wenn ich dort oben einschalte, dann ist im Endeffekt die Radioleistung, also sprich der Strom, auch von der Aufbaubatterie wird dort genommen und nicht von der Starterbatterie. Ja, wir haben ja hier noch zwei Lautsprecher. Das scheinen mir... diese Leitung hier zu sein. Das Problem ist, ich weiß es aber nicht ganz genau, welche Leitungen das sein sollen. Die sind nachträglich reingelegt worden von Malibu. Das hat also nichts mit dem Fiat-System zu tun. Da müssen wir halt mal gucken. Ich
Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was das hier für eine Leitung ist. Das müsste ich auch noch mal messen. Und das hier weiß ich allerdings ziemlich genau, denn das ist hier die Rückfahrkamera. Hier steht auch Monitor drauf. Und das ist im Endeffekt, dieses Kabel endet in der Rückleuchte, in der Bremsrückleuchte, wenn man hier eine Vorbereitung für die Rückfahrkamera hat. Ja, das heißt, vielleicht werden wir das dann auch noch mal irgendwann nachträglich einbauen. Aber das müssen wir uns dann noch mal anschauen. Jetzt heißt es erstmal alles stecken, alles vorbereiten, die Rahmen einbauen und das zeigen wir euch gleich nochmal, wenn ich soweit vorbereitet bin. Die Schrauben, 4 Stück sind es an der Zahl, sind jetzt raus. Genau, Marcel zeigt euch mal eine. Ja, das Ganze hier muss im Prinzip vorbereitet werden mit einem Rahmen. Und ja, warum wir eigentlich dieses Radio jetzt haben, obwohl wir eigentlich ein ganz anderes Radio wollten, das werden wir euch nochmal zum Schluss in diesem Video erzählen. Nämlich, wie es dazu gekommen ist und warum wir jetzt im Prinzip dieses Radio hier haben. Eine anstrengende Aktion. Man muss den Rückfahrscheinwerfer, das Signal und das Geschwindigkeitssignal abgreifen. Und zwar unten links, da ist ein Steuergerät, das blenden wir jetzt mal ein. Dort werden die Kabel in 2 Stecker, in Pins eingesteckt. Und natürlich auch einen Pin muss wieder raus aus diesem großen Stecker. Wenn du da kein Spezialwerkzeug hast, ist es natürlich ziemlich schwierig. Ansonsten haben wir hier oben, blenden wir jetzt auch nochmal ein, den GPS-Empfänger reingepackt. Also das heißt, das ist ja die GPS-Antenne, so heißt es genau gesagt. Die hat jetzt hier noch ein ganz langes Kabel. Das muss ich nochmal ein bisschen verlegen. Außerdem ist natürlich schon mal in die Richtung, weil hier ja die Pins für Geschwindigkeit und Rückfahrkamera herkommen, habe ich sozusagen hier schon mal die ganze Steckverbindung für das Radio hingelegt. Ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Nämlich, ich glaube, mit dem Rahmenbau von dem Radio an sich. Das sind Metallteile, die dort eingeschraubt werden müssen. Und das würde ich sagen, schraube ich jetzt erstmal und dann zeige ich euch das nochmal. Hui, ein bisschen vorgearbeitet habe ich jetzt dann doch schon. Also ich habe die Rahmen hier aufgesetzt. Linke Seite sowie rechte Seite. Und dann habe ich die ganzen Verkabelungen gemacht. Das heißt, ich habe geguckt, wo gehen überall Kabel hin. Dann habe ich noch eine USB-Leitung gesetzt. Das ist der hier unten. Der ist dafür da, damit wir Apple CarPlay benutzen können. Denn das ist eigentlich der Grund, warum wir überhaupt ein Radio haben wollen. Was nämlich Apple CarPlay fähig sein muss. Und ja, hier ist jetzt dieses Radio, dieses schwarze, das ist das Radio selber, das ist schon hinten verbaut. Es ist schon ganz schön eng dort hinter und es ist auch ganz schön frickelig, sagen wir es mal so. Die kleinen Schrauben sind jetzt auch noch mit angezogen, das heißt, das Radio ist schon da komplett drin. Und ich habe jetzt hier noch ein paar Steuerleitungen. Diese Leitungen sind für das Display da. Das heißt, hier wird ein abstehendes Display geben. Das werden wir jetzt weiterbauen. Und dafür sind diese ganzen Anschlüsse, auch für die ganzen Druckknöpfe dort vorne dran und das Mikrofon, was da dran ist. Ich habe da oben in der Ecke schon ein Mikrofon vorgelegt. Das muss ich allerdings, muss ich nochmal gucken, da gibt es sicherlich einen Adapter für und den muss ich mir erst organisieren. Denn dieses Mikrofon, dieser Mikrofonanschluss, den ich hier habe, der ist nämlich im Rahmen verbaut. Dort ist ein kleines Mikrofon drin, was erstmal die Raumgeräusche oder die Sprechgeräusche dann aufnehmen soll fürs freie Telefonieren. Aber wie ihr seht, das Kabel für das große Mikrofon steht natürlich auch schon. Und ja, das wird dann noch zum späteren Zeitpunkt einfach nochmal nachgerüstet. Dafür muss ich dann einfach auch nur diesen Rahmen rausnehmen, beziehungsweise das Display abbauen. Und der Rest kann hinten drinnen bleiben. Das heißt, ich habe hier noch die ganzen Anschlüsse, die ich dafür brauche. Ja. Und wie ihr vielleicht auch sehen könnt, also die Ecken und so weiter und die Plastikteile sind hier doch sehr scharf. Also schön aufpassen. Ja, Pflaster draufgeklebt, damit ich hier nichts an den Möbeln volltropfe mit Blut. Also von daher ist das dann doch besser. Aber vorsichtig arbeiten auf jeden Fall. So, der Rest war eigentlich gar nicht so schwer. Hat ein bisschen gedauert, logischerweise. Ja, da ist das Radio. Bevor ich jetzt die Blenden alle draufsetze und so weiter, werde ich erstmal die Starterbatterie wieder anklemmen, um zu gucken, ob alles soweit funktioniert. Und wenn das alles soweit hinhaut, dann ist der Rest. Im Prinzip fehlt noch eine Blende. Die habe ich noch hier. Das ist die große Blende vorweg. Da werden dann von hinten nochmal Schrauben reingeschraubt und dann kommen noch Blindstöpfen drüber. Dann war es das auch schon. Ja, also an sich ist der Einbau jetzt nicht
unbedingt schwer, das jetzt nicht. Also ich würd ihn auf Mittel betiteln, aber man muss halt schon sagen, es ist schon eine Menge Fummelei und so weiter. Also man muss ein bisschen sich Zeit nehmen. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, 1,5 Stunden ungefähr oder 1 Stunde, noch länger, 2 Stunden, 2 Stunden verbraucht. Ja, also von daher, das dauert halt schon so seine Zeit und man will es ja auch ordentlich und vernünftig machen. Warum das Radio jetzt nochmal so aussieht, hat schon so seine Gründe. Wir haben festgestellt, wir haben es in Betrieb genommen und das lief auch über den Aufbau und auch über den Ducato selber, über die Starterbatterie. Also das funktioniert alles, auch getrennt voneinander, also top Sache. Aber das Ding war, der hat nichts gespeichert. Tja, ich würde sagen, der Marcel war gerade sehr eifrig. Ich halt mal die Kamera zu ihm. Und was hast du genau gemacht, Marcel? Tja, ich bin ja ein Google-Mensch und ich habe einfach das eingegeben und zwar, dass er das nicht speichert. Und es gibt ein tolles Video von AS24 Online Shop, hat auch schon über fast 500.000 Aufrufe. Ich glaube, es gibt einen Grund. Da wird es beschrieben im ersten Step, warum es nicht angeht. Also, das Problem haben wir nicht. Aber im zweiten Step speichert die Sender nicht. Und das war wichtig, das brauchte Stefan. Und schon hat es funktioniert. Was er da gemacht hat, weiß ich natürlich nicht. Also doch, ich weiß es schon, aber erklären kann Stefan. Ja, das Ding ist dabei ganz klar. Ich wusste, dass irgendwie das Dauerplus nicht auf dem richtigen Anschluss war. Problem dabei: Ich zeige euch das mal. Das ist der einzigste Schaltplan, den ich hierzu habe. So, da gestaltet sich das natürlich schwierig, da noch rauszusuchen, wo ist jetzt hier Dauerplus und welcher Anschluss ist es. Ja, hier haben sie zwei Kabel und zwar einmal gelb und einmal rot. Das kann ich auch hier zeigen, dass es nicht Genau. da darstellt. Und die müssen einfach nur vertauscht werden. Das heißt, es muss gelb auf rot und rot muss auf gelb. Natürlich macht man das nicht einfach so, ohne genau darüber natürlich Bescheid zu wissen. Aber das sind Steckverbindungen und die sind nicht umsonst so gemacht, weil es kann halt sein, dass es für das Fahrzeug verdreht ist. Und dann muss man das halt umstecken. Ja, einmal gemacht, funktioniert wunderbar. Jetzt heißt es alles zusammenschrauben und dann zeigen wir euch nochmal kurz, würde ich sagen, die Bedienung, zumindest so ein paar Kleinigkeiten dazu. Radio ist verbaut. Die Lautsprecher vom Malibu sind angeklemmt. Die laufen also. Wir zeigen jetzt hier keinen Ton, weil natürlich das sonst wieder diese Probleme mit, wie heißt das da noch gleich, Marcel, hilf mal schnell. GEMA GEMA-Lizenzen. und Lizenzen und was weiß ich genau zu tun hat. Das wollen wir eben nicht. Ja, Radio selber. Da muss ich nochmal gucken. Das hat scheinbar so eine Funktion für irgendwie so einen Bildschirmschoner. Man hat Navigation in dem Radio mit drinne. Da ist komplett die Navigation die man nutzen kann. Dann haben wir natürlich auch Apple CarPlay, was jetzt natürlich nicht angeschlossen ist, weil mein Handy nicht dran ist. Dann taucht hier unten das Apple CarPlay-Zeichen auf. Wir können telefonieren. Der Lautsprecher ist jetzt aktuell da. Der obere ist ja noch nicht angeklemmt. Und weiß ich nicht, dann hast du noch irgendwelche Kfz-Info. Da bin ich mir nicht so sicher. Das wird wohl nicht funktionieren, denn dafür braucht es ja ein CAN-System. Das sollte jetzt hier nicht eingeschaltet sein. Ja, ansonsten Radio logischerweise, Telefon und Apple CarPlay. Und was es natürlich auch noch eine Möglichkeit hat, es gibt Eingänge sowie auch Ausgänge. Also man kann auch externe Geräte wie zum Beispiel Fernseher und so weiter dran anschließen. Ich glaube, gibt es dann die Funktion hier, dass dort liegen noch Leitungen. Ich vermute mal, die kommen vom Fernseher hinten. Und das sind Ausgänge sowie auch Eingänge. Also man kann das in beide Richtungen spinnen, aber wenn wir im Prinzip den Ausgang vom Fernseher hier rübernehmen, dann ist es ein Eingang in das Radio und dann könnten wir den Ton sozusagen vom Fernseher komplett einmal über die Lautsprecher hier laufen lassen. Ist wahrscheinlich von der Klangqualität auch wesentlich besser, aber verbraucht auch viel mehr Strom, das muss man auch dazu sagen. Genau. Nichtsdestotrotz, wir sind damit jetzt durch. Und warum jetzt die Geschichte? Das wird uns jetzt Marcel und ich, wir werden euch das jetzt langsam berichten. Da bin ich wieder. War so viel gebastelt, da halte ich mich aus. Wobei, ich habe ja heute auch was Gutes dazu getan. Also mein lieber Schwan, dass ich das mal hinkriege. Ja, Ich hoffe, du cool. weißt auch noch, von was ich rede. Natürlich, die Kabel Aha, umzustecken. ich muss mal fragen. Ja, Mann, ist vergesslich. Das war schon gut, ja.
Ja, wir haben hier ein Alpine X902DWU verbaut. D-DU. Das ja. DU hinten steht für Ducato. War aber nicht das Ding, was wir haben wollten. Also nee. Das war wirklich eine Odyssee, muss man sagen. Wir haben nämlich das 903. Das 903, also eigentlich das vermeintlich neuere Modell, wobei qualitativ schlechtere Modell, muss man auch dazu sagen, weil es ist, also wir hatten ja mit dem Herrn Kontakt, wo wir dieses Radio jetzt bezogen haben. Und gehst du schon jetzt in die Zukunft, wobei wir noch gar nicht so weit sind? Nee, sind wir noch gar nicht so weit. So, also wir wollten das 903, hatte er auch schon bestellt und ja, und dann kam es. Es ist schon im Lieferstatus, hätte schon längst geliefert werden müssen. Und wir hatten sogar eine Paketsendenummer, aber da war Status immer null. Genau. Und irgendwie, der Verkäufer meldete sich auch nicht. Natürlich beim großen A bestellt. Gut, passiert nichts. Gut, irgendwann schreibst du mal an, denkst dir mal, was ist denn da jetzt Sache? Ja, da hat man mir dann gesagt, wir sind im Lieferverzug. Und denke ich mir auch, Leute, wenn ihr ein Radio auf Lager anbietet, warum kann das dann überhaupt gehen? Dann biete ich doch kein Lagerradio an. Das ist natürlich dann schon echt ein bisschen doof gelaufen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe in der Zeit schon nach Alternativen geguckt, obwohl ich da keine Ahnung hatte. Ich habe einfach nur so ansatzweise das genommen, was da ist. Und dann hat er mir gesagt, ja, und da habe ich ihm einen Link geschickt, dann versuch's doch da. Weil da ist es doch noch bestellbar. Das ist 903D. Und das ist wichtig. Also genau. Hat er mir das geschickt. Das da handelt sich nur um eine Radiofunktion mit DAB Plus und so weiter. Also es ist jetzt auch kein schlechtes Radio. Aber wir brauchten es einfach nicht, weil wir nur Apple CarPlay benutzen wollen. Also von daher hatte sich Navigation nicht mit angeboten. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihm das rüber geschickt. Da ich habe es bestellt. Ja, und dann, jetzt darfst du weiter. Hatten wir das Problem, auch nicht lieferbar. Aber hier war der Verkäufer so nett. Und hat sich auch gleich gemeldet, das fand ich sehr gut. Und ich habe dann im Endeffekt am Telefon, in Corona-Zeiten lässt es sich ja nicht einfach so in den Laden gehen und ein Radio kaufen. Also hatte ich am Telefon eine super Beratung, also ganz, ganz, ganz lieben Dank an die Firma, die uns das Radio da verkauft hat. Ja, wir hatten eine Beratung und ich habe dann gesagt, was habt ihr denn alternativ da und was machen wir denn und bla und blub und hast du nicht gesehen. Ja, und dann ist es halt im Prinzip Auswahl zwischen zwei Geräten gewesen und das eine Gerät war im Prinzip das 904 und dieses 902 und der dieses 902 und der Verkäufer hat halt gesagt, also wenn Sie mich fragen und wenn Sie von der Qualität her gucken wollen, dann nehmen Sie lieber das 902, weil das würde auch soweit, wie er gesagt hat, wohl Mercedes und auch BMW verbauen. Also das ist halt Erstausrüsterqualität. Was jetzt aber nicht für Qualität spricht, wenn das die beiden machen. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Aber die ersten Eindrücke von dem Radio sind auf jeden Fall top. Und ja, beide hatten eh das Navi drinne. Wir brauchten es nicht. Preislicher Unterschied war natürlich höher. Aber er hat uns einen Bombenpreis gemacht, dadurch, dass er das eine Radio nicht liefern konnte. Und somit haben wir gesagt, wir nehmen das. Ja, Alternative, aber... läuft. Alles super. Und da gehen jetzt dann Grüße an Christian raus, der ja momentan ein bisschen leidet, was da sein Malibu angeht. Also sie ist nicht nur Malibu oder halt Fiat, sondern auch Alpine. Man hat momentan überall interessante Geschichten. Bei Alpine geht es um die Platinen, die sind nicht lieferbar und daher kommen die mit der Produktion nicht hinterher. Was schade ist an diesem Radio, muss man dazu sagen, wir haben ja hier so ein schönes Brett. Muss ich jetzt hier was machen? Nee, einfach hochziehen. Ja, das kann man jetzt, man hat noch also das Brett, ja, funktioniert, aber das hier kann man sozusagen nur noch bedingt benutzen, genau. Weil unten ist der Halter nicht mehr vorhanden. Aber vielleicht kriegen wir es trotzdem hin, dass wir da einfach das Tablet einklemmen oder sowas. Das müssen wir einfach mal sehen. Wobei, es wird wahrscheinlich vielleicht irgendwie Skizzen sein. Ja. Ja, Details zum Alpine. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne rein in die Kommentare. Ihr habt vielleicht das letzte Video gesehen, da haben wir ja ein Q&A gemacht. Ihr fragt, wir antworten. Das würden wir bei dem Video dann auch wieder machen. Nur weil es also was sich ums Radio dreht. Genau, falls ihr da Fragen habt, wenn ihr keine Fragen habt, dann drehen wir das Video auch nicht, weil dann genießen wir die Zeit. Genau. Und ja, ich glaube, das soll es jetzt gewesen sein. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt. Kommt gut durch die nächsten Wochen. Genau. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.